So, willkommen zurück bei der Borderland. Nach dem schönen Absturz bei der letzten Folge. Keine Ahnung, was da los war, ja. Ich war mal wieder fassungslos überrascht. Wie gesagt, ich habe einen sehr, sehr guten Rechner. Einen wirklich sehr, sehr guten Rechner. Und da habe ich das nicht so ganz verstanden. Das Kuriose war ja, es ist ja alles abgestürzt. Es ging ja gar nichts mehr. Ich bin froh, dass ich die Aufnahme gerettet hatte. Aber, naja. Das ist halt mein Glück, ja. Was ich habe. Oh, ist mal falsch gefahren. Jetzt habe ich den Sound ein bisschen leiser gemacht. Weil ich aber noch gehört, dass ich ein bisschen zu leise war. Der Sound zu laut. Das war geplant. Und ja. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Danke. Kaum zu glauben, dass ich das vergessen Ein habe. hervorragender Tag für den Kapitalismus. So. So wieder reinfuchsen hier. Genau, jetzt können wir das Schild wieder nehmen. Nein, doch. Mal sehen. Genau. Woanders einkaufst, lass ich dich töten. Dann machen wir noch einen Skillpunkt verteilen. Haben wir Badass? Na sicher. Puh, Rückstoß, war nochmal Rückstoß. Achso. Ist ja alles nur so vaginal. Macht jetzt keinen großen Unterschied. Ja, komm, 28. So nötig habe ich es aber noch nicht. Die Kiste haben wir das letzte Mal geholt, gell? Nee, haben wir nicht. Doch, haben wir. Da war ja das Schild drin. Oh, Dosis. Och. Kann ich den ausparken? Das muss ich hinkriegen. Bevor ich jetzt irgendwas mache. Ist mein Zigaretter rausgegangen. Bevor ich hier irgendwas mache. Gehen wir hier lang, wollte ich. Ja, müssen wir ja. Gut. Dann ok ok. FR Speed. Oh, reicht das noch? Reicht das noch? Vorsicht, wenn du Kragans begegnest. Sie tauchten auf, als Dahl mit dem Bergbau auf dem Planeten anfing. Einer hätte mich vor ein paar Monaten fast getötet. Hat mir eine sexy Narbe am Bauch verpasst. Extrem sexy. Naja. Athena, du hast es geschafft. Das Gebäude mit dem Lichtreaktor ist ganz in der Nähe. Geh rein. Der Weg ist versperrt. Ach ja, deshalb habe ich dir die Protgun gegeben. Feuer mit ihr auf die Kragans. Dann werden sie wütend und greifen an. Wenn du sie... Protgun, das ist die hier. Gerümpel locken kannst, schlagen sie für dich eine Bresche. Das ist auch richtig cool gemacht, die Quest hier. Haben sich mal was einfallen lassen. Dass die nicht rumpackt. Wundert mich. Das hält immer noch. Sie müssen es nochmal rammen. Jeder kennt's. Na komm. Ja, geht da hin. Den Lichtreaktor. Oh, da macht ja gar kein Damage. Dann machen wir mal kurz wieder. Ach, so viele Funktionen. Und ich war schon bitter. Fällt mir gerade so ein. Na gut. Ich will echt gar nicht mehr waschen, der Aufnahme. Was ist hier? Oh, noch ganz schön laut, glaube ich. Spitze, jetzt bring ihn mir her und ich gebe dir eine Laserwaffe dafür. Oder du zerstörst ihn für mich. Und das hier ist dafür eine coole Torknarre. Warum? Weil ich Laserwaffen hasse und voll nachtragend bin. Das steckt tief in mir drin. Schmeiß den Lichtreaktor irgendwo in die Lava. Oh, mach ich auch nicht. Der Muskel, der tut mir fast leid. Du kannst den Reaktor für Tork zerstören oder mir geben. Ich mag dich so oder so. Wir wissen auch gleich, warum sie uns mag. Ich weiß nicht, ob es schon gesagt hat. Müssen wir jetzt hier lang? Ja. Boah, war das knapp. Oh, cool. Badass-Punkte gekriegt.
That is very good. I'm so lucky. I'm so happy, meine ich. Ja, ist das Gleiche. Ach so. Wir geben ein tolles Team ab. Richtig. Alle haben Spaß mit ihren Laserwaffen und ich sitze hier nur rum und jage Sachen in die Luft. Mein Leben ist scheiße. Ach, jetzt haben wir sie. Die habe ich nämlich gemeint. Die ist gut. Die ist richtig gut. Die Leute stehen auf Explosionen. Ja, zumindest das bei Bio. Nur so. Die Leute bei denen nicht. Laser, keine Explosionen. Nein, ich gehe wirklich auf Explosionen. Du bist klasse. Wirklich? Jetzt bist du mir sympathisch. Willst du mit mir gehen? Sorry, ich stehe nicht auf Kerle. Nein. Da machen wir's doch. Feindschaftszone. Hey, erzählt Athena die Sache mit dem Lichtreaktor-Dings herum? Dann möchte ich mal klarstellen, dass ich damals in einem tiefen Loch steckte. Ich weiß jetzt, dass die Freundschaftszone ein imaginärer, frauenfeindlicher Ansatz für eine Beziehung ist. Versteht ihr, was ich meine? Bitte zisch ab, Talk. Okay. Autsch. Ist mir meine Kippe schon mit der Eis gegangen. Wahnsinn, ja. Das sind eigentlich Originale. Ich hab keine Ahnung, um die Eis geht ständig. Zumindest die. Wahnsinn. Okay, genug gelabert. Jetzt gehen wir nach Concordia. Haben wir noch irgendwas Schönes? Nö. Wir haben hier überhaupt nix. Niente. Sieht schon wieder aus, willst du mich rollen? Willkommen in Concordia, ein Drecksloch, wie es im Buche steht. Suche einen Kerl namens Haxter, Ex-Hyperion-Mann. Er hat hier das Sagen. Haxter. Ja gut, das reicht erstmal Munition, würde ich sagen. Hier können wir ein bisschen rumsliden, weil hier gibt es ja keinen Sauerstoffmangel. Ah! Ist das dein verdammter Ernst? Ich habe keine Papiere dabei. Das ist ein Verstoß gegen das interstellare Verbalmoralitätsstatut. Das gibt eine Verwarnung. Verdammte Scheiße. Oh, du kriegst gleich noch eine. Ich liebe Regeln. Sie geben mir Macht. Strafzettel. Na gut. Komm mit, sonst gibt's die dritte Verwarnung. Kriegt da auch noch eine für? Nö. Schade. I'm walking. Ja, I'm down the street. I'm walking. Der mächtigste Weltraumhafen auf Elpis. Schade, dass du es wegen deiner vielen Verwarnungen nur von einer Zelle aussehen wirst. Mhm. Für zwei Kunden brauche ich nichts Kunde für. Wahnsinn. Gib ihm das Orbatron. Das wird echt schräg. Nur, dass du es weißt. Was will ich ihm geben? Zur Dekontamination. Bumm! Ich hab ja gesagt, du kommst da rein. Jetzt sieh zu, wo du bleibst. Ja, warte doch, ich will noch das Geld hier mitnehmen. Obwohl es nur 2 Dollar sind, aber naja, egal. Können ja überall Moonstones sein. Deshalb. Willkommen, neuer Bürger. Du hast ja meinen Befehl. Willkommen mit V. Na, warum nicht? Gut. Gestell dich auf Dekontaminationspad. Nicht bewegen, wenn Strahl kommt. Okay. Du bewegst. Komm in Klinik, dumme Lapuschka. Also ich stand hier schon mal 2 Minuten drin, deshalb bin ich gleich gesprungen. Weil man muss springen. Oh hier, Moonstone. Mondstein, ich nenn's Moonstone, ist das gleiche. Mondstein hört sich komisch an.
Danke. Gut, du besser. Gut, sind wir voll. Wenn du dich verletzt, du kaufst Arznei an Automat. Du gesund. Geh. Was kostet denn der Trick? Ach hier. Ach, wollen wir? Ja. I don't know. Die ist eigentlich scheiße hier. Können wir verkaufen. Ach, die Pistole können wir auch verkaufen. Jetzt müssen wir Systeme stören, okay? Hier im Mittelpunkt. Der Kerl, den du finden musst, nennt sich selbst Bürriff. Wie in Bürgermeister und Sheriff. Oh, völlig bescheuert. Aber er könnte wissen, wie wir das Signal finden. Der Typ bezieht immer noch eine fette Betriebsrente von Hyperion. Von meiner Abteilung. Ich bin praktisch sein Boss. Er ist sozusagen schon im Team. Okay. Der Bürriff. Bürriff von der Helios. Zum Döner. Also folgendes. Keine Besucher heute. Was war der Dürüm, gell? Hm. Dürüm, Bürriff. Ist fast gleich, glaube ich. Was, einer von uns? Du bescheuert betäteter Bastard! Danke, dass Sie das Büro des Bürriffs besucht haben. Hm. Wir hoffen, die bürokratischen Interaktionen waren zu Ihrer Zufriedenheit. Ich kann nicht mehr kommen. Ich schätze. Jetzt kann uns nur noch einer helfen, so leid es mir tut. Geh in die Up-Over-Bar. Ah, Moxi. Er kennt sie nicht. Da haben wir sie. Verdammt, wo ist Max? Oh, warte. Siehst du die zwei da auf der Tanzfläche? Die tätowierte Tussi und den Typ, der allergisch gegen Lächeln ist? Das sind Ex-Kammerjäger. Sieh zu, ob sie dir helfen. Endlich winkt uns das Scheißglück auch mal zu. Ich gehe mit zur Frau. Ach nee, zu Roland müssen wir. Hallo nochmal. Hyperion verliert die Helios an Dahl. Wir müssen das Signal abschalten, dass die Systeme ich werde Munition sparen. Hyperion, Dahl. Ist da ein Unterschied? Wir sind im Urlaub. Gemeinsam. Ja, sorry, aber wir sind raus aus der Kammerjägerbranche. Eia. Was heißt das? Nur sprich mit Maxi, verdammt! Willst du zu mir, Sugar? Sugar, oh, honey, honey. Ja, wollte ich doch machen. Kann ich nur, wenn ich springe, oder was? Weißt du was? Das ist eigentlich verboten. Hallo nochmal, Moxie. Hallo. Jack schickt mich. Hey, Athena. Lange nicht gesehen. Seit der Sache mit Nox. Siehst gut aus. So, Jack schickt dich, was? Muss ihn ja schwer gewurmt haben. Aber keine Sorge, vorbei ist vorbei. Was braucht er von mir? Dahl-Soldaten blockieren die Verteidigung der Helios mit einem Störsignal. Wir müssen es finden und abschalten. Du willst ein Signal finden? Dazu musst du Transmitter auf den Echotürmen in der Stadt platzieren. Simple Triangulation. Die finden die Quelle, dann kannst du das Signal abschalten. Das Problem ist, ich habe keine Transmitter hier. Macht aber nichts. Du musst zuerst ein paar Mondsteine abholen, die der Zöllner Claptrap fälschlich beschlagnahmt hat. Geh zu ihm. Ich aktualisiere dein Echo. Vertrau mir. Machen wir das. Das bald verstehen. La 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 la. Wer kennt's? Oh, fast Munzung gewonnen. Komm, eine Runde geht noch. Da geht doch schon wieder los hier, gell? Nice! Und verbraucht nur einen Schuss. Oh, nice! Hat sich doch gelohnt. In der Spielothek. So, hier haben wir noch was Schönes. Ich hoffe es zumindest. Naja. Ich würde sagen, wir haben genug rumgegammelt jetzt gerade. Das ist ein bisschen Fortschritt machen.
Gut. Roxy sagt, du sollst ihre Mondsteine abholen. Ich glaube, ich habe sie in der Bank hinterlegt. Du kannst sie dir dort holen. Ich bin kein großer Fan der Bank, aber sie ist nützlich. Man kann dort Sachen bunkern, die man nicht mit sich rumschleppen will. Achso. Ja, ja. Ach ja, richtig. Ich habe sie ins Versteck gebracht, nicht auf die Bank. Du kriegst die Waffe. Ihr Besitzer braucht sie nicht mehr. Ich raff das nicht so ganz. Dort kannst du Objekte einlagern, die du mit anderen tauschen willst. Keine Ahnung, wieso er die Mondsteine dort abgelegt hat. Ich hab ja noch einen. Sehr gut. Aber ich hatte... Auf meinen normalen Spieler-Dings hatte ich schon mehr Moonstones. Es kamen übelst viele Badasses. Was hier nicht so ist, leider Gottes. Aber, naja. Man kann ja alles haben. Das habe ich auch, das vergesse ich auch immer. Das war der persönliche, genau. Mit dem Account. Account-Schrank. Im Ernst? Der sollte sich selbst verwarnen. Wegen Blödheit. Normalerweise schön. Bring die Mondsteine und bring sie zum Schwarzmarkt. Check dein Echo. Zeig die Mondsteine dem Typen da, dann kriegst du, was du brauchst. So, das kennen wir ja auch schon, das Prinzip. Ich habe vor einiger Zeit einen Haufen Transmitter bestellt, wollte mich dort aber nicht mehr blicken lassen. Diese Janie Springs versucht dort immer zufällig auf mich zu treffen. Da hinten haben wir ihn. Müsste da hinten sein, ja. Hallo. Was liegt an? Ich habe hier Mondsteine Headshot. Von Moxie. Sie sagt, hier wären ein paar Transmitter abzuholen. Okay. Ich gehe gratis dazu, wenn du mir was von dem anderen Müll hier abnimmst. Wir werden Rucksack upgraden. Wir werden. Kommt herum. Es ist nützlich, ihn zu kennen. Sniper. Bring ihm die Mondsteine, dann gibt er dir, was du brauchst. Piste. Ich liebe diesen Kerl. Ich gebe dir die Koordinaten der Türme auf dein Echo und leite die Aktion von hier. Genau. Ich melde mich, wenn du den ersten Transmitter platziert hast. Du musst auf das Dach von Springs Emporium O Stuff kommen. Sie ist nicht in der Stadt, kann dir also nicht helfen. Und nur damit das klar ist, sagt Jack, wenn das vorbei ist, sind wir quitt. Gut, das Thema schon mal geklärt. Das ist ein SMG. Nö, brauchen wir noch nicht. Das können wir verkaufen. Das können wir auch verkaufen. Weil nur weiß, hat mehr Schaden gehabt, aber das andere macht ja Dings noch mit. Explosionsschaden, also ist das besser. Eben noch einen Moonstone gefunden, einmal frei. Gut. Also ich denke mal dann, wenn wir hier irgendwann mal fertig sind mit der Story, ich habe ja keine Ahnung, wie lange das jetzt geht. Okay, hör zu, ich schicke dir einen Wegpunkt. Er zeigt, wie ich versuchen würde, da hochzukommen. Einfach, weil ich so nett bin. Dann werde ich, glaube ich, noch ein paar Add-ons spielen. Vielleicht sogar mit anderen Spielern. Macht auch Spaß. Macht auch Fun, habe ich auch öfters gemacht mit der 2. Wenn der Fennig nicht konnte, habe ich halt mit meinem anderen Charakter mal gespielt. Hat richtig Fun gemacht, wirklich. Also haben sie was einfallen lassen im Spiel. Ja. Gut. Wir gehen jetzt. Was muss ich jetzt machen? Kauf schon endlich eine Waffe! Ach, ich muss ja hier hoch. Transmitter dran machen. Hat er ja gesagt, am Turm. Ups. So, genau. Das war noch nicht alles. Boah, die Waschmaschine. Machst du dran? Ich habe eine Verbindung, aber sie ist nicht sehr stabil. Könntest du dem Ding einen Klaps verpassen? Schon besser. Gut. Gib mir eine Sekunde, damit ich hier alles herrichten kann. Kommen wir gleich mal nach Strunsgarten. Ich verstehe nicht ganz. Sie hat sie abgeholt? Nicht persönlich. Sie hat wen geschickt. Ich sag's dir nur, weil du's wissen wolltest, wenn du sie abgeholt. Und hat sie was über mich gesagt? Na, siehst du, was ich meine? Das Signal. Es kommt nicht aus Concordia. Ich schick dir die Koordinaten für den nächsten Turm auf dein Echo. Okay, das hier drüben.
Und schaffen wir dicke. Ich wusste es doch. Da nicht reingehen jetzt. Das war knapp. Nee, gut. Hat noch geklappt. Ach hier. Mein Name. Sehr schön. Das ist wirklich. Das ist einer der schönsten Namen, den es gibt. Entschuldigung. Musste sein. So regelt, glaube ich, jeder, wenn er seinen Namen sieht. Woanders halt, wo man es sich nicht denken kann. Und jetzt kalibrieren wir das Ding. Ich muss hier an ein paar Schaltern fummeln. Nein, Mama, du weißt, warum ich nicht komme zurück. Hier sicher. Firma weiß nicht, ich bin hier. Name ist gleich, weil die Glauben ich ändere. Aber Mama, Mama, nicht weinen. Oh. Nina muss los. Eine blaue Waffe. Dieser Transmitter funktioniert nicht. Also nochmal von vorn. Och, Leute, bitte. Das war's. Über dem Büro des Bürofs ist ein Turm. Versuch da hochzukommen.